Jesse, ist ja unten in der Forschung eine Dr. Rhea Underhill begegnet? Nein. Wer ist das? Sie ist eine Kollegin. Sie hat eine Art extradimensionalen Fungus studiert, der unter der Forschung wuchs. Das klingt nicht gut. Nein, tut es nicht. Ich habe nichts mehr von Rhea gehört, seit das Zischen kam. Kannst du nach ihr sehen, wenn du das nächste Mal in der Forschung bist? Natürlich. Danke, Jesse. Und was hast du auf dem Herzen? Ich war im Steinbruch. Was soll mit dem ganzen Schwarzstein geschehen? Die Behörde hat den Schwarzstein fast Aunzwecken verwendet. Aber wir müssen weiterdenken. Helme statt Kisten. Messer statt Detonationsschilden. Messer? Ja, Messer. So vielseitig im Konflikt. Schlitzen, stechen, bohren. Ach, tut mir leid. Ich habe Darling jahrelang mit Kampfausrüstung in den Ohren gelegen. Das ist wohl mit mir durchgegangen. Wow, das hatte ich nicht von ihr erwartet. Sieht gut aus hier. Arish macht hier richtige Fortschritte. Ja, das wird hier langsam zur Festung. Seit er sich um die Organisation kümmert, habe ich mehr Zeit, das Zischen zu analysieren. Ich wollte die Resonanz des Zischens in Blutproben isolieren und neutralisieren, aber bisher erfolglos. Also kannst du es nicht umkehren? Noch nicht. Aber vielleicht ist eine Umkehrung zu simpel. Wenn die Resonanz des Zischens menschliche Gene umschreiben kann, dann muss man vielleicht die Resonanz des Zischens umschreiben. Das könnte den Weg für die maßgeschneiderte Anpassung menschlicher Gene bereiten. Ich frage mich, ob das Konzept des verrückten Wissenschaftlers hier verbreitet ist. Wie geht es mit der HFV-Produktion voran? Besser als erwartet. Wir haben schon genug hergestellt, um Leute aus ein paar Schutzräumen zu holen. Sie sind hier und am Leben. Dank dir. Wärst du nicht gekommen, hätten wir nie so lange durchgehalten. Du hast natürlich auch deinen Teil beigetragen. Wir haben das zusammen auf die Beine gestellt, Emily. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Control. Es geht ja weiter mit der Mission beim Leben meines Bruders. Wir haben ja im letzten Part erfahren, dass Dylan lebt und sich hier aufhält im Elstenhaus. Und ihr habt bemerkt, ich habe gerade die Kleidung gewechselt. Wir tragen aktuell den Astralanzug. Und ihr könnt gerne mitentscheiden, wie es hier weitergehen soll in diesem Anzug. Oder in der normalen Kleidung, die wir bisher getragen haben. Schreibt einfach unter dieses Video, was ihr lieber möchtet, und die meisten Stimmen entscheiden. Isolationssektor. Das wird sein. So, und da sind wir auch schon. Ihr habt es vielleicht hier und da gemerkt, lange Ladezeiten erspare ich euch, die schneide ich hier und da immer mal wieder zwischendurch raus, damit das keine Überhand nimmt. Der Isolationssektor. Das Manoptikum. Gewandelte Gegenstände, die wir finden und aufbewahren. Ein Hochsicherheitsgefängnis. Alle mächtig und gefährlich. Öffentlich werden. Alle Gegenstände, mächtig und gefährlich, werden hier aufbewahrt. Aber Dylan ist kein Gegenstand. Wegweiser, Logistik, Medical Wing, Security und Panoptikum. Okay, es war zu erwarten, wir sind nicht alleine hier. Und ich hatte gerade eben... Wo will der denn hin, so eilig? Bevor die Mission hier gestartet ist, oder der Part hier, habe ich nochmal hier die
Fähigkeit aufgewertet. Also das Schleudern. Und das Schleudern somit auf Stufe 4 gebracht. Was allerdings noch nicht die letzte Stufe ist. Also da geht immer noch was. Stirb. So, und der muss auch schnell sterben, denn der hatte einen Raketenwerfer. So, wir gucken mal kurz hier rein, ob es hier irgendwas gibt. Okay, das kennen wir schon. Gewandelte Macht. Objekte der Macht werden hier aufbewahrt. Oh, diese Stimmen. Sesam, öffne dich. Entfernter Gedanke, Material. Dylan, wo steckst du? Wir sind da, wir suchen dich. Okay, gibt es zwei Türen. Logistic Security. Panoptikon, immer noch geradeaus. So, wir sehen, die Gegner haben jetzt auch zum ersten Mal Level 4. Und ich hatte ja gerade euch erzählt, dass das Schleudern, das haben wir jetzt auch auf Level 4. Und kaum im nächsten Raum erwarten uns die ersten Gegner auf Level 4. Also, das war ein gutes Timing. Und ich glaube, ich werde es auch so beibehalten. Also, wenn die Möglichkeit besteht, das Schleudern aufzuwerten, dann mache ich das auch. Hier jetzt erstmal ein neuer Kontrollpunkt. So, wir schauen mal kurz hier rechts und links. Ob hier irgendwas ist. Hier ist noch eine Seitentür. Okay, also hier ist noch ein großer Bereich. Merken wir uns mal. Was denn? Einmal raus und schon kommen hier wieder Gegner. Echt jetzt? Das war nicht verabredet. Panoptikon. Moment, hier stand was anderes. Krankenflügel. Medical Wing. Okay, ist der einzige Weg. Dann führt das Panoptikon über den Medical Wing. Okay. So sieht es zumindest aus. Jungs, irgendjemand hier? Ja, wir sind nicht allein.
Stopp! So, was haben wir denn hier? Noch eine Kammer. Sperrte Tür. Hier ist Security, aber hier geht die Tür auf. Was ist hier los? Schalterdefekt oder was? Ich suche noch einen Hinweis auf Panoptikon, ob wir hier vielleicht sofort hin können. Schon wieder Material entfernter Gedanke. Also das gucken wir uns bei Gelegenheit mal an. Entfernter Gedanke, das klingt so ein bisschen nach Telekinese. Okay, Sicherheitstür Nummer 6, beziehungsweise Sicherheitsstufe 6. Wir haben zuletzt ja den Schlüssel für, beziehungsweise bis Sicherheitsstufe 5 erlangt. Also wird mal Zeit für einen neuen Schlüssel. Vielleicht bekommen wir den ja nach der nächsten Mission. Können wir jetzt hier durch? Jawohl. Dylan, wo steckst du? Was ist das hier vor allen Dingen? Dieser merkwürdige Nebel. Was ist das für ein Freak? Das ist doch ein anderer Gegnertyp. Ey, Jungs! Hallo? Lass mich mal durch. Lass mich durch. Die sehen ja aus wie Zombies. Oder ein bisschen wie Klicker aus The Last of Us. Abgefahren. Wow, 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 wow. Und die spucken auch. Was war das denn? Wieso? Okay, also sie können anscheinend auch explodieren. Was ist das? Wieso? Wir werden beschossen. Da hinten steht jemand. Und anscheinend kann der auch zielen. Sagen wir, beschäftigen uns erstmal hier mit den Standardgegnern. Und ich glaube, der Gegner von eben ist nicht da. Denn hier stand ja noch einer. Sei es drum. Soll mir recht sein. Dass ein Bosskampf wird gegen unseren eigenen Bruder. Panoptikum, wir sind auf dem richtigen Weg.
Dylan. Okay, das sieht nicht gut aus. Hier hat irgendjemand gewütet. Da fehlt uns wieder der Schlüssel. Das hören wir uns gleich an. Das wird gespeichert und hören wir uns gleich an. Oh! Alter, wo kommst du denn her? Puh. Ah, deswegen war die Musik an. Wir fanden das älteste Haus beim Erforschen eines vermutlich gewandelten Weltereignisses in einigen New Yorker U-Bahn-Tunneln. Die Agenten fanden den Weg hinein ins Gebäude. Sobald wir es bemerkten, war es da. Für alle anderen blieb es gut sichtbar versteckt. Ein flirrenblinder Fleck, der nicht gesehen werden wollte. Es ist ein Ort der Macht. Ein fortlaufendes eigenes AWE, scheinbar innerhalb seiner physischen Form gefangen und doch ständig die Grenzen unserer Realität überwindend. Instabil, wandelbar. Hinweis: Für weitere Details zu Kontrollpunkten sowie Forschung und Wegen zur Stabilisierung und Sicherung der Kernsektoren gibt es eine eigene Präsentation. Nach intensiver Forschung und Untersuchungen wurde das Haus zum Hauptquartier der Behörde am 13.11.1968. Das Federal Bureau of Control war nie öffentlich aktiv. Es war immer ein getarntes, streng geheimes Unternehmen. Umso verblüffter waren wir, als die blickgeschützten Aspekte des Gebäudes begannen, sich schleichend auf die gesamte Behörde auszuwirken. Und noch eine Waffenmodifikation. So, und jetzt könnte sein, dass es hier weitergeht, wo es so gelb schimmert. Ist hier noch ein Speicherpunkt? Nein, aber die Stimmen werden lauter. Ist der Code der Behörde für Dylan. Seine Zelle wurde geöffnet. Hat das zwischen ihnen gefunden? Bist du bei ihm? Kannst du ihn schützen? Wir finden es heraus. Okay. Jetzt wissen wir, wie der Hase läuft. Wir brauchen den Schlüssel. Scheiße.
Leute, ist das Hotel vielleicht doch mehr als nur ein Durchgang? Diesmal sehen die Zimmer auch anders aus. Und zwar ganz anders. Auf dem Kopf. Der Raum steht Kopf. Tür Nummer 2. Dieser Raum ist normal. Den Stuhl können wir diesmal nicht verrücken. Aber das Bild drehen und somit wahrscheinlich den anderen Raum in eine normale Lage bringen. Und dadurch fällt der Schlüssel runter und wir können den Schlüssel aufheben. So ist es. Dann lass uns mal losgehen. Unseren Bruder finden. Es ist lange her, seit ich Dylan zuletzt gesehen habe. Ich habe mich gefragt, was für ein Mann er wohl werden würde. War das alles für ihn genauso hart? Aber für mich, hier drin, war es vielleicht sogar noch härter. Hey! Ein einsamer Wissenschaftler. Langston. Oh, hallo. Kann ich irgendwie helfen? Ich bin Jessie, die neue Direktorin. Ich muss da rein. Neue Direktorin? Aha, ah, gut. Okay, hallo. Ich bin Frederick Langston, Leiter des Panoptikons. Das ist gerade keine gute Zeit für eine Tour. Zischer überall, viele Zellen aufgebrochen, Systemausfälle links und rechts. Aber gut, Sie sind die Direktorin. Also gehen wir. Das von Zachariah Trench gegründete Panoptikon ist unser topmodernes Lager für alle gewandelten Objekte. Dafür Objekte haben wir keine Zeit. Und mir wurde gesagt, Dylan Faden ist hier. Können Sie mir helfen, ihn zu finden? Faden? Klar. Darling wollte ihn sicher und isoliert haben. Weg von anderen Leuten. Er ist in einer Hochsicherheitszelle oben. Aber wir haben gerade ein dringendes Problem, Ma'am. Ein freies Objekt der Macht sorgt da drinnen für Chaos. Der Benikoff-Fernseher. Der Hammer, das Ding. Salvador ist mit einem Team rein, aber wir haben seit Stunden nichts von ihnen gehört. Das ist ein Kategorie 5 ODM. Und wenn wir es nicht bald eindämmen, wird es das Panoptikon zerstören. Und wir wollen nicht, dass diese gewandelten Objekte freikommen. Glauben Sie mir. Dylan ist da drin. Öffnen Sie die Tür, Langston. Ich kümmere mich darum. Wenn Sie es sagen, normalerweise sage ich Neuen, Sie sollen nichts anfassen. Also, bitte. Hier, ich öffne die Tür für Sie. Und bitte, Ma'am, nennen Sie mich Fred. Danke, Langston. Fred. Das passt irgendwie. Ich habe Salvador gesagt, es ist gefährlich. Aber hey, warum auf Langston hören? Ich bin ja nur der Panoptikonsleiter. Watch your step. Das Panoptikon. Dylan ist in der Nähe. Aber das Objekt der Macht könnte alles zerstören, bevor ich ihn finde. Also, wir sollten uns das Objekt der Macht unbedingt schnappen. Zuletzt hatten wir ja das Schaukelpferd. Und dadurch haben wir auch eine neue Fähigkeit erlangt. Wer weiß, vielleicht erlangen wir durch dieses Objekt eine weitere Fähigkeit. Und dann würde ich sagen, geht es auch hier im Panoptikon in der nächsten Folge weiter.
noch einmal den Speicherpunkt aktiviert. Und dann sage ich ciao. Danke fürs Einschalten. Und wenn es dir gefallen hat, hinterlass gern ein Däumchen. Bis zum nächsten Part. Und ciao.